Ein Hallo aus dem Stubaital, heute das letzte Mal. Auf dem Snowboard und nachher gibt's volle Action auch noch mit dem Mountainbike. Wir machen zwei Sachen an einem Tag. Bleibt dran. Da geht's rauf für uns. Und hier oben ist dann noch Hochwinter. Aber uns ziehen vor allem die Matschbuckel an, weil das ist richtig cool im Frühling. Und da ist nicht mehr viel los, also das rockt so richtig. Wird mega geil und mit dem Snowboard. Grenzgeniales Wetter. Unten hat es 30 Grad und wir sind nochmal im Schnee. Geht gar nicht mal so schlecht, gell? Geht super geil. Krass. Und was haben wir heute? Den? Stimmt, den 15. Mai. Heute ist der allerletzte Tag, wo die Tirol-Card geht. Und wer unsere Videos gut verfolgt, der weiß, wir haben auch den allerersten Tag, also den 1. Oktober, voll ausgenutzt in Sölden letztes Jahr. Von dem her ein perfekter Winter. Abschluss sozusagen. Sie ist schnell genug. Juhu! Hast du gewachselt? Ja klar. Hast du meins auch gewachselt? Macht er bei mir auch immer. Setz dich. Nein! Doch nicht viel. Yes, wir haben umgesattelt, Mittag gegessen. Wir wollten euch jetzt nicht zu neidisch machen, deswegen davon keine Bilder. Und jetzt geht's ab mit dem Radl. Auf den Gletscher, in den Schnee. Das ist das eine, dann das andere. Und sowas gibt's nur im Herbst und im Frühling. Wilde Grube heißt die Auffahrt jetzt. Und der Liftmann hat gemeint, das wäre schneefrei. Hoffen wir das Beste. Hoffentlich hat er uns nicht verarscht. Und wenn alles passt, dann ist das hier nachher unser Trail. Vor dem Nico quasi. Checkt man erst bergauf, wie schön die Landschaft außenrum eigentlich ist. Bergab hat man da immer gar keine Zeit dazu. Und hinter uns wiederum liegt noch ganz schön viel Schnee auf dem Berg. Aber wir kommen nachher auch noch in den Schnee. Und man sieht an dem Weg, dass die hier mit diesen Ladern, Tiefladern hochgefahren sind. Mit Pistenraupen und allen möglichen schweren Zeug, oder? Und warum? Ich glaube, die bauen einen neuen Speichersee. So hat man es uns zumindest gesagt. Frühling ist schon mega mit Wasser in den Bächen. Sieht genial aus. Da schießt das Wasser so richtig raus. Hier kommen wir jetzt eben schon in den Bereich, wo Schnee liegt. Aber es ist alles freigeräumt, weil die eben mit den Maschinen hoch zum neuen Speichersee gefahren sind. Das kommt uns jetzt voll entgegen. Und es sieht atemberaubend aus. Also hier geht es wirklich sacksteil rauf. Ich kenne das vom Winter, vom Skitouren gehen. Aber mir war nicht klar, dass es so steil ist. Wir fahren jetzt Tour mit 30% im allerersten Gang. Und das braucht es auch tatsächlich, finde ich. Und man lädt ganz schön nach vorne, sonst kommt das Vorderrad nach vorne. Ja, das macht das Filmen gerade gar nicht so leicht. Aber es ist in echt, das zeichnet sich so ab. Die Sonne auf den schroffen Bergen mit dem Schnee. Wow, einfach. Atemberaubend. Ganz genau. Und hier im Schnee jetzt übrigens einigermaßen erträglich. Unten, wo noch kein Schnee war, war es so heiß. Der erste Tag über 30 Grad hat es geheißen. Gebt euch diesen Blick. Und den dürfen wir die ganze Zeit jetzt genießen. Leichter Wind, super fein. Besser kann es gerade echt nicht sein. Es ist grenzgenial und hat einen Manker entdeckt. Nicht das von vorhin. Aber noch eins sogar. Jetzt seht ihr es bestimmt. Die sind so süß. Madame schenkt sich natürlich wieder ein. Und ich werde wieder verdächtigt, dass ich im Eco fahre. Aber jetzt haben wir noch 4 Kehren. Und da müssen wir schon fast oben sein. Das Wasser jetzt im Felsen, das durchzieht ihn so richtig wie so Lebensadern. Das sieht so genial aus. Das sollst du doch nicht machen im Video.
sage Entschuldigung. Alter Schwede. Die ist echt groß. Ich helfe sie. Schaut euch mal die Schneewände an. Bisschen was liegt da jetzt schon noch drin. Es donnert schon. Ausnahmsweise ist mal kein Gewitter in Anzug und dann hat er eins in der Hose. Essen. Na, diesmal nicht. Wir haben ja im Bus Mittag gegessen, Nachtisch und Kaffeechai mit Milch. Wir haben mehrere Ideen, wo wir jetzt hinfahren könnten. Jede davon wird aber genial werden. Deswegen mal ein kurzer Zwischenschwenk für euch. Da hoch oder da hoch? Wie jetzt? Zur Liftstation weiter. Das ist dann die letzte. Eisgrad. Eisgrad oder zu dem Kreuz. Was für eine Mondlandschaft. Alter Schwede. Wir schauen jetzt mal, ob wir zum Gipfelkreuz kommen. Mit dem Gipfelkreuz da vorne klappt es voraussichtlich leider nicht. Da ist ein Felsabfall dazwischen. Abfall. Aber dafür haben wir dieses Panorama für euch. Und noch mehr Panorama, jetzt schon in die andere Richtung. Wow, wow, wow. Mit der Schnee jetzt auf Hochtouren und man kann natürlich nicht mehr so gut im Schnee fahren, weil es total sulzig ist. Aber dafür geht es beim Runterfahren jetzt eben ab auf den Trail und der wird, glaube ich, hier richtig genial. Den ist bisher noch keiner von uns gefahren. Jetzt wird umdisponiert, ein paar Meter getragen, 50 Höhenmeter um genau zu sein. Dann sollten wir oben auf einem super Steig landen. Und was sagst du? Ja, schwer. Schwer? Aber geht schon. Was hast du da für ein Rad oben? Ja, natürlich würde man sich immer wünschen, dass alles super gut aufgeht. Manchmal klappt es aber nicht. Und jetzt müssen wir ein bisschen abschieben. Für uns aufgetan und es geht tatsächlich weiter auf dem Trail. Die ist aber sack hoch, oder? Die ist sau hoch.
Wo ist der Bus? Alter. Da!